Davy! Wie läuft's mit Rogue? Geht so. Warten wir's ab. Also habt ihr alles geklärt? Momentan gehen wir uns aus dem Weg. Ist mir nur recht. Keine Komplikationen mit Kang Tao? Bisher nicht. Haben noch eine Patrouille zur Tanke geschickt. Aber sie sind überzeugt, dass die Ruffen den AV runtergeholt und Hellmanns Wachen angegriffen haben. Der Typ von der Tanke bleibt bei der Geschichte. Also sind wir fürs Erste sicher. Wie geht's dir? Smalltalk? Fällt dir nichts Besseres ein? Ich wüsste da schon was. Aha. Na, anscheinend läuft da bei dir wohl schon das Kopfkino ab. Passiert das häufiger? Panam. Also, bei mir schon. Hab dich vermisst. Pass auf dich auf. Bis bald, Vi. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. Ich wollte mal bei ihr angerufen haben und mal fragen, was da jetzt so eine Sache ist, weil ich hatte, wie schon in der letzten Folge sagte, irgendwie so das Gefühl, dass bei ihr noch eine Mission offen stand. Ja, offensichtlich nicht. Offensichtlich war das dann die letzte Mission. Irgendwie hatte ich das noch so im Hinterkopf. Wie gesagt, in der letzten war ich total verpeilt. Wobei das nicht heißen soll, dass es in dieser nicht auch so abläuft. Naja. Gut, wir nehmen jetzt einfach mal die Mission an, wie ich es jetzt hier gerade habe. Small Man, Big Mouth. Triff dich mit Kirk am El Kojodi, Kojo, keine Ahnung. Und das müsste eine Bedrohung sehr hoch sein. Ja, das müssen wir mal gucken. Was das für eine Kiste wird. Wie weit ist denn das weg? 500 Meter, wollen wir da hinlaufen? Komm, wir laufen mal hin. Wir treten uns mal ein bisschen die Beine. Schickes Auto. Oh, ich will ja nichts sagen, aber das sieht mir so nach einer Szene aus, die durchaus verräterisch ist. Wie wär's mit einem Quickie? Ja, wenn ihr mir... Nee, egal. Wir haben jetzt ja Panam, ne? Also da dürfen wir jetzt auch nicht, ne? Also, wir sind ja, ich würde nicht sagen in einer Beziehung, aber durchaus in einer Situation, wo wir vielleicht, naja, vielleicht nicht da tätig werden sollen. 375, 350. Neues Gebiet wird betreten, Vista del Rey. Ja gut, dann wird das wahrscheinlich gleich hier gleich ein bisschen zur Sache gehen. Wenn die Bedrohung schon hoch ist, dann wird es, glaube ich, richtig abgehen. So, schön auf die Straße gucken. Nicht, dass ich mich da beim letzten Mal umbrettern lasse. So, welche Waffen habe ich überhaupt da? Okay. Ja, im Prinzip bräuchte ich ja... Im Prinzip bräuchte ich ja eigentlich gar kein, kein Samurai-Schwert mehr. Einfach weil, ja, ich brauche es einfach nicht mehr. Eigentlich brauchst du es tatsächlich nicht. Eigentlich brauchst du es tatsächlich nicht. Was? Eigentlich brauchst du es tatsächlich nicht, weil ich habe ja diese Mantis-Klinge, ne? Also von daher ist das total sinnlos. So, ich wollte einmal ganz kurz noch die, das Inventar so ein bisschen freiräumen. Ich würde mal sagen, wir buttern alles auseinander. Ach, die sieht natürlich fett aus, die Waffe hier, ne? Ist das die Handfeuerwaffe von... Ist das die Handfeuerwaffe? Das ist die, die wir jetzt gerade ausprobiert hatten, ne? So, erstmal alles auseinanderbügeln. So, alles, was wir nicht mehr brauchen. Ah, das ist so schade um die Waffe, ne? So, das ist die, die wir dabei haben. Sniper haben wir dabei, Sturmgewehr haben wir dabei und die Pistolette. Pistolette. C, Waffenslot auswählen. Ach so, okay. Nee, okay, das lassen wir jetzt mal. Ich bin echt am Überlegen, wollen wir den Revolver auch mal ausprobieren oder wollen wir den Revolver nicht ausprobieren? 266. 222. Ah. Oh, guck mal, hier ist auch noch so eine ganze Menge. Hier muss ich auch mal entsorgen, den ganzen Scheiß. Katana. Was, Katana? Achso, nee, Blödsinn. Vergoldeter Baseballschläger, auch sehr nett, macht über 1000 Schaden. Heilige Mutter Gottes. Macht 111 Schaden. 5 Angriffe pro Sekunde. Ah, 4,95 Angriffe die Sekunde. Macht aber auch 1001 Schaden. Alter fucking Finne. Schlagstock. Das war auch diese Belohnung, glaube ich, nach dem...
nach dem Bosskampf, ne? Schmeißen wir aber mal weg, weil das brauche ich eh nicht, sagen wir ganz ehrlich. So, die ganzen Messer schmeißen wir mal weg, beziehungsweise nehmen die mal auseinander. So, schwupps. Wollen wir das Messer nochmal weghauen, weil wir brauchen es eigentlich nicht, ne? Ja, also wäre schön, wenn es danke, wenn es mir ernst heißt. Macht den Schaden. Was? Macht den Schaden? Deine Waffe nicht tödlich. Ja, was soll ich mit so was nicht tödlich? Was? Das ist doch ein Widerspruch in sich. Cyberware. Ah, was können wir vielleicht mal eher verkaufen oder sowas, ne? Wie viel haben wir denn? 145 von 408? Klamotten haben wir auch schon wieder 3 Milliarden Stück. Aber meine Güte, ey. Das, da kannst du aussortieren und dann hast du gleich wieder das Inventar voll. Da musst du erstmal. Nach jeder Mission musst du erstmal. Muss erstmal richtig wieder aufräumen. Jedes Mal, weil du erstmal 3 Milliarden Kilotonnen an Klamotten und Waffen dabei hast. Triff dich mit Kirk am El Coyote Kojo. Ja, wo soll ich denn lang? Achso. Du solltest dir lieber einen anderen Job suchen oder du wirst noch zum Zyniker. Ja. So. Da. Die sehen aber auch fertig aus, die Leute, ne, Midian? Obwohl. Ah ja. So. Kojoti. Da haben wir es. Kojoti. Wie war das jetzt hier noch? Wie konnte man das Hut hier eigentlich noch wegmachen? Wie ging das jetzt noch? Oder konnte man das Hut nicht wegmachen? Einstellung, Steuerung, Gameplay, Grafik, Video. Ne, wenn das ist Tastenbelegung, ne? Herauszoomen, vorwärts bewegen, springen, sprinten. Cyberware, scannen, Fotomodus. Fotomodus vielleicht aktivieren, N. Hauptmenü öffnen, Journal, Karte, Hauptmenü, Tab-Herstellung, Oberfläche, Fahrzeug. Okay. N. Huch. Okay. Kameratyp, Drohne, Anpassung, Ego-Perspektive. Kategorie auswählen, Screenshot machen. Aha, okay. So geht das. Interesting. Screenshot machen. Aha, interessant. Moin. So, Kojoti. Hier geht's, glaube ich, richtig gleich los, der Tanz. Ist das keine Bar hier? Doch, aber es ist unsere Bar. Ja, so nicht erst mal ziehen. Ich glaube, das ist ein Konzerner. Mama Wells, okay. Oh, Chandler hier. Chandler. Triff dich mit Kirk. Dass wir mit dir nicht reden dürfen, ne? Dürfen wir nicht, schade. Hau ab! Das geht dich nichts an! Du hast Pepe gehört. Zeit für einen Spaziergang. Verpiss dich! Oder du kriegst ein Klingenimplantat in die Rippen. Ach ja? Ich frag mich, was Mama Wells wohl sagen würde. Wenn zwei Schweinehirten ihr den Laden versauen. Schweinehirten? Ich glaub, sie würde ihre Schrotflinte sprechen lassen. Mit euren Köpfen. Komm, lass gut sein, Pedro. Das ist es nicht wert. Jo, wie dies, Garajo. Garajo. Scheiß Punk. Was ist denn passiert? Gab ein Problem. Aber das ist jetzt gelöst. Sprich mit dem Konzerner. Ich meine doch, dass es ein Konzerner ist. Tut mir leid, ich hatte einen zu viel. Offensichtlich. Was für eine Nacht. Sperre ich mir Pepe. Warum hast du mir geholfen? Weil du Eddies in der Tasche hast, weil du in Schwierigkeiten warst. Na komm mal. Wenn man dir die Knochen gebrochen hätte. Oder Schlimmeres. So eine Scheißstadt, nichts als Verbrecher. Wenn du nicht gewesen wärst, wäre ich jetzt ganz sicher. Hier, das ist für dich. Den Rest hat der Barkeeper. Okay. Sprich mit Pepe. Also kann ich bei dir was verkaufen? Haben sich auf ihn gestürzt wie Haie, die frisches Konzernblut riechen. Hätte Böse ausgehen können wie... Tja, nicht alle Helden tragen Umhänge. Lass uns auf dich trinken, Held. Geht aufs Haus. Ja, danke. Nimm mal doch an. Klar doch. Oh, hier, Rinder mit.
Drin mit dem Flock. Dazu sage ich nicht nein. Auf das Glück und den Wohlstand. Ex. Müde? Und ob. Ich schieb ne Doppelschicht. Ohne Pause. Überstunden, um das Gehalt aufzubessern? Nö. Will bloß nicht nach Hause. 10 Jahre waren wir verheiratet. 10 Jahre. Und plötzlich bin ich nicht mehr gut genug. Hat sich einfach nebenher einen ins Bett geholt. Aber hey, wo wir gerade übers Geld sprechen. Brauchst du Arbeit, Vieh? Gut bezahlte Arbeit. Sprich weiter. Erzähl mir alles. Es geht um meine Frau. Oh. Ja? Ihr Name ist Cynthia. Sie betrügt mich, ganz sicher. Aber die Frage ist, mit wem? Jetzt kann ich es entweder weiter in mich reinfressen oder eben jemanden wie dich anheuern. Ich finde das irgendwie cool mit dem Screenshot hier. Zack. Geil. Cool. Um das zu regeln. So, wo finde ich denn eine Frau? Woher weißt du, dass sie fremd geht? Sicher, dass sie fremd geht? Zum einen macht sie momentan ziemlich viele Überstunden. Aber ich weiß, dass das gelogen ist. Ich habe sie mal im Büro angerufen, aber sie war nicht da. Okay. Außerdem haben wir ein Kind zusammen. Aber es sieht überhaupt nicht aus wie ich. Andere Haare, andere Augen, einfach alles. Mhm. Früher konnte man sowas testen lassen. Aber mit der Technik heutzutage kann man jeden Test umgehen. Na toll. Und warum willst du das wissen? Warum willst du wissen, wer es ist? Was erhoffst du dir? Was ich mir erhoffe? Was für eine Frage ist das denn? Eine ganz einfache. Also. Ich will ihn in die Augen sehen und fragen, wie es ist, die Frau von einem anderen zu knallen und eine Ehe zu zerstören. Wo finde ich deine Frau? Ich werde sie beschatten, ihr auf Schritt und Tritt folgen. Weißt du, wo ich sie finden kann? Sie arbeitet in der Nähe. Ich gebe dir die Adresse. Macht bestimmt gerade eine Raucherpause. Sie raucht den brennenden Autoreifen. Wie die Hälfte dieser Stadt. Also, sie trägt heute eine pinke Jacke, okay, und eine blaue Handtasche. Okay, pinke Jacke, blaue Handtasche. Farbenfroh. Sie putzt sich gerne raus. Da macht man ihr Geschenke zum Geburtstag, zum Jahrestag. Und was bekommt man dafür? Hm? Gut, ich bin dabei. Okay, gut. Ich mach's. Ganz spontan mal. Du bist ein Held, wie? Das bedeutet mir eine Menge. So, begib dich tagsüber zur Gegend in Beppes Frau, in der Beppes Frau arbeitet. Beppes Frau. Achso, dann war das die hier die Mission. Ich dachte, hier wäre die Mission, weil das nämlich gerade von der Routenführung so aussah, als wenn wir hier irgendwie hinten rum müssen. Wie, du lernst es nie, oder? Weißt du? Oh, plaudern wir jetzt? Na, okay, muss los. Was? Du lernst es nie? Oh, plaudern wir jetzt? Warte mal. Na los, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Aber mach hin. Mach ruhig deine Witze, aber nach 50 Jahren in der Hölle macht man sich so seine Gedanken. Man zieht Schlüsse. Und zwar? Leute ändern sich nicht. Vor allem nicht Leute wie Kirk. Geld ist Geld. Kirk meinte, es gibt was zu verdienen. Ist keine Seltenheit in Night City. Nur kann man als Toter kein Geld ausgeben. Pass einfach auf, wie. Okay? Okay. Mission aktualisiert. Oh, das klingt aber gerade hart hier. So, ich muss aber trotzdem mal die Mission auswählen, weil jetzt hat er die natürlich wieder umgesetzt. Tagsüber ging. Alter auch, ne? Bedrohung sehr hoch. Na gut, wir schauen uns das mal an. Also vielleicht überleben wir es ja mal. Wer weiß. Wenn nicht, dann machen wir es halt immer. Ach stimmt, richtig. Und mir kam der Laden gleich so bekannt vor. Stimmt, hier waren wir ja mal zu Anfang. Hey, Kirk. Oh, sehr viele Burger fressen. Wie? Krass. Ich hab dich kaum wiedererkannt. Du hast dich kein bisschen verändert. Du kennst mich. Ich bin eben altmodisch. Steter Tropfen hüllt den Stein, stimmt's? Na komm, setz dich. Ich geb dir die Infos. Na, bin ich mal gespannt. Wir uns jetzt bestimmt. Dann schieß los. Okay, okay. Pass auf. Der Job ist simpel. Nicht weit von hier ist ein Van geparkt.
Da ist super wertvolle Ware drin. Morgen fährt er zur Grenze, aber bis dahin kann wer weiß was passieren. Verstehst du? Aha. Einzelheiten, Kirk. Was ist im Van? Militech-Implantate. Experimentelle Baureihe, die man nirgendwo sonst kriegt. Direkt aus einem Labor in Shanghai. Aha. Wem gehört die Ware? Mann, wie? Wen kümmert's? Wenn wir sie haben, gehört sie uns. Also, bist du jetzt dabei? Ja, gut, machen wir es einfach erstmal, ne? Schön, um wahr zu sein. Aber scheiß drauf. Ein Versuch ist es wert. Ich bin dabei. Oh, es ist sowas von wahr. Also, ich gebe dir den Treffpunkt. Wir sehen uns dann dort. Okay. Wir sehen uns dort, da kommen wir jetzt auch mit hin. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Wenn die Bedrohung hoch ist, dann wird es sicherlich nicht lustig. Aber nur die Harten kommen im Garten. So, auf geht's. Schummrige Bars, Verrat, eine verführerische Frau. Alles wie in einem Schundroman. Ja, allerdings. Ich brauch mal kurz die. Pepe war es gewohnt, den Klagen seiner Kunden zuzuhören. Doch diesmal war er es, der etwas loszuwerden hatte. Es war die gleiche Geschichte wie immer. Eine untreue Frau in einer Stadt der verlorenen Herzen. Fertig. Ich muss mich konzentrieren. Warum haben wir eigentlich keinen Helm auf? Hat denn jemand einen Helm auf? Warum sagst du, ich soll hier hinfahren, wenn ich doch da drüben wieder hinfahren soll? Willst du mich verarschen gerade? Spiel, willst du mich verarschen gerade? Ich will eine ganz andere Mission spielen gerade. Ich sieh's doch tagsüber. Wir haben 2 Uhr nachts. Rettet mich! Ja, tut mir leid, dass ich das gerade so ein bisschen, aber ja, irgendwie. Gibt es irgendwie bessere Situation, aber das finde ich zu geil einfach, tut mir leid. So. Habe ich auch noch nie ausprobiert, den Modus. Moin. Mal sehen, was das für eine Situation ist. Sonst müssen wir vielleicht gucken, dass wir wieder genauso eine Aktion machen wie noch vor, keine Ahnung, vor 2-3 Folgen. Wo wir einfach reingelaufen sind, haben uns einfach den Wagen geholt und sind einfach rausgefahren. Das hat ja eigentlich auch insofern ganz gut funktioniert fürs Erste. Vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal so ähnlich gebacken. Wie? Hey, wie? Ja, ja, bin ja. Ja. Bin auch da. Ey, Kirk. Ich bin nicht dein Chum. Ja, na gut. Wollte nur freundlich sein. Keine Chums, keine Freunde. Komm zum Geschäftlichen. Okay, siehst du die Garage dort? Da drin ist der Van. Schnapp die Tech und hau ab. Wir teilen 50-50, ja? Ach, dahin die Garage, die. Und was machst du? Ich dachte, das wäre ein Job für zwei. Sieht aber aus, als würde alles an mir hängen bleiben. Alles? Red keinen Scheiß. Einer muss doch Schmiere stehen. Mm. Und das bin ich. Ich geb dir Bescheid, falls was ist. Ja, ja. Der bescheißt uns doch schon wieder. Hast du gescannt? Ist jemand drin? Da ist kein Schwein, wie. Kannst direkt reinspazieren, als wär's deine Bude. Ja, das mag vielleicht sein, aber vielleicht rauskommen wir nicht mehr. Okay, ich gehe rein. Schön aufpassen, ja? Mach ich. Ah, der bescheißt uns. Das steht ihm doch schon ins Gesicht geschrieben. Tennis. Okay. Okay.
Okay, also der ist auf jeden Fall schon mal... Kein Schwein von wegen. Waffenglitch. Breach-Protokoll, Speicherlöschung. Okay. Ich würde mal sagen, wir gucken uns hier erstmal um. Vielleicht kommen wir hier irgendwie hinterrücks rauf. Vielleicht so hier. Klar, klar, erstmal ein paar Reifen durch die Gegend treten. Warum kann ich jetzt hier nicht lang? Ach, jetzt geht's. Ach so, die muss ich auf jeden Fall neutralisieren. Ach du Scheiße. Das ist ja auch geil. Okay. Will ich erstmal markieren, die Heinis. Dass ich die neutralisieren muss, das finde ich nicht so geil. So, was andere. Das steht auch drin. Krieg gerade nicht zu fassen, da stand er irgendwie vorne an der Ecke. So. Das kann ich leider nicht zum Explodieren bringen. Ah. Sonst ist hier leider nichts machbar, ne? Ja, dann versuchen wir es auch einfach mal. Einfach auf Biegen und Brechen. Aber ordentlich. Der eine ist schon mal kaputt. Hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert. So, ich werde mal den hier noch wegfrühstücken. Obwohl, warte mal, dann nehmen wir doch mal die Sniper für. Warte mal. Sniper. Charakter. Ne, wollte ich auch nicht. Inventar. Ich nehme mal hier die Sniper rauf. Sniper. Schwobbel. Oder Revolver wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber es ist mehr so auf Distanz, finde ich das eher ein bisschen geiler. Ja, die krieg ich von da aus nicht zu fassen. Cool finde ich auf jeden Fall schon mal, dass die mir nicht aufs Dach folgen. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Alles klar. Das ist wahrscheinlich wieder so eine 3-Stunden-Aktion, eine 3-Stunden-Mission. Und die brauchen wieder nur einen Schuss, weißt du? Die brauchen wieder nur einen verfluchten Schuss, um mich wegzubügeln. Das finde ich ein klein wenig unfair, muss ich sagen. Oh, ja, können wir nochmal wieder von vorne anfangen. Okay, gut. So, warte mal kurz. Ich würde ganz gerne hier vorne mich schon mal ein bisschen locken. Schwein von wegen. So. Ja, ja, okay. Ich versuche die mal wegzusnipern. Boah, ey. So. Inventar. Packen wir uns mal auf das Katana, packen wir uns mal die Sniper. Einmal. Zweimal.
planeo más para mi colección, culero. Lass die Horden ziehen, lass! Das Nachladen ist natürlich ein bisschen nervig bei dem Biest. Aber wir machen auch gut Schaden. Ja, ich muss auf der anderen Seite, sonst. Ja. Ah, ich muss Headshots machen, sonst wird das nix. Ja, mit den Headshots funktioniert das ganz gut. Nur schade ist, dass wir mit dem Magazin so vielleicht mal modden. So, zeig mir dein nettes Köpfchen. Ja. Kurz mal. Ein bisschen heilen hier, nicht, dass wir gleich Probleme kriegen. Kopfschuss weg. Also mit Kopfschüssen kommen wir ganz gut klar, glaube ich. Da kriegen wir sie ganz gut ausgeknipst. Boah, der geht jedes Mal nach rechts. Ah, das ist ganz gut. 2413, so will ich das sehen. Was, wir haben ihn mit einem Schuss weggemacht? Oh, den haben wir auch ganz gut getroffen. Oh, der war lecker, der war lecker. Ah, auch weg. Dann haben wir jetzt nur noch einen. Ah, die Sniper ist geil. Die Sniper ist geil. Mit über 2000 Schaden, das ist natürlich krank. Das ist natürlich richtig krank. So, zwei Schuss haben wir noch. Dann sollte er. Nur was da hinter die Gunlado, bitte! Okay. So, gute Nacht. Die Sniper ist geil. Die Sniper ist wirklich gut. So, dann holen wir uns mal das Material gerade. Puh. Nicht, dass hier gleich noch Nachschub kommt. An Peebles. Sonst müssen wir uns gleich wieder aufs Dach verpieseln. Wir kriegen schön blaues Zeug. Blaues Zeug. So. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Gibt's hier noch irgendwas zum... Ah, nee. Nischt. Da finden wir noch ein paar andere feine Sachen. Also, da gucken wir gleich. Und hier ist sonst erstmal nix. Ich vertraue dem irgendwie nicht so ganz. Was zum... Was soll das? Klamotten? Mhm. Und dann auch noch billige Kopien. Kirk war top informiert. Wie immer. Ich komme da nicht ran. Vielleicht sind die was wert. Könntest einen Stand in Kabuki aufmachen. Implantate von Milli... Tja... Ich kann das nicht aufnehmen. Warum? Gut, Abflug. Scheiße. Jetzt ballert jemand rum. Ja, jetzt ballert jemand rum. Brauchen wir ein bisschen Munition. Ich hoffe, da ist ein bisschen Zeug dabei. Jetzt ballert jemand rum. Jetzt geht die Party erst richtig los. Viel Spaß, Vi. Okay. Ist nur die Frage, ob wir das überleben, wenn wir mit dem Mantis-Kling reingehen. Se va la reata.
from day one. Ich schon. Oh. 2177 Schaden. So, komm. Zeig dein leckeres Köpfchen. Na, komm. Na, siehst du mich? Na, komm. Habe ihn Schall gedämpft, das finde ich schon mal sehr, sehr lecker. Ich mach dich persönlich alle! Ja, bitte. Dann versuch's doch erstmal. So, nochmal X'en. Na komm. Was passiert, wenn man komische Dinger dreht? Joa! Ansprache. Zu meiner Beerdigung kommst du nicht. Was machen wir jetzt? Holst du jemanden, der ihn vom Boden kratzt und begräbt? Wohl kaum. Haben sie ihn weggemacht also? Ja, sie haben ihn weggemacht. Ah, oh, sie haben sie weggemacht. Scheiße. Oh, den haben wir aber schon so ein bisschen... das Hirn massiert. Scheiße. Naja gut, zumindest haben sie ihn weggemacht. Jetzt haben wir den übrigens auch nicht mehr. So, ich will das nie lernen. Dankeschön. Ach, kacke, ey. Naja gut, ist halt so wie es ist, ne? Was willst du machen? So, Chandler. Identifiziere Pepe's Frau. Das würde ich ganz gerne als nächstes machen, aber ich, ja, Killing in the Name. Oh, das, ne? Das verstehe ich immer noch nicht hier. Im ziemlich neugierig, was es mit diesem Swedenborg Rivera auf sich hat. Um einen Schwachsinn zu tragen, muss man entweder ordentlich was in der Birne oder rechts. Menschheit ist nur ein Pyramidensystem, getarnt hinter einer Fassade der Tränen. Leck mich am Arsch, wohl eher letzteres. An solchen Stoff würde ich auch gerne mal kommen. Das Computer. Ruf ihn an. Violence. Geht zum VIP-Bereich. Ja gut, Ryu, da könnten wir vielleicht mal hinfahren, weil wir haben es, glaube ich, noch nachts, ne? Ja, dann können wir es noch hinhauen. Vielleicht kriegen wir es noch gerade gebacken. So. Dann fahren wir da mal hin. Hat doch ganz gut funktioniert. Muss ich sagen. Naja gut, wir sind halt einmal gestorben, aber die Sniper ist doch wohl richtig geil, oder? Die Sniper ist einfach mal richtig der Hammer. Immer schön über 2000 Schaden pro Schuss beim Headshot. Da kannst du halt solche Missionen auch ganz gut spielen. Das ist natürlich lecker. Aber wie gesagt, wir haben es 3 Uhr. Vielleicht, wenn wir da nachts aufkreuzen, vielleicht können wir das ja irgendwie hinkriegen. Dann haben wir die Mission nämlich dann auch schon mal weg. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich alle Nebenmissionen spiele nachher, bis ich die Mission mit Hanako spiele. Das weiß ich noch nicht. Ich hatte ja gesagt, ich spiele erstmal so die ganzen Missionen, die eigentlich so die Hauptcharaktere betreffen. Ne, so wie mit Judy zum Beispiel eben oder ne? Aber, naja, zwischendurch kommt dann doch mal ein bisschen was. Wie hier jetzt gerade, diese Geschichte. Das will ich dann halt auch noch zu Ende bringen, wenn man dann halt schon vielleicht mit dem einen oder anderen Charakter gequatscht hat. Dann kann man das ja auch nochmal zu Ende bringen. Ui, das war knapp, das auch. Moin! Kann man hier noch rüberfahren? Okay.
Er ist aber mit dem Motorrad weggeschoben, so wie sich das gehört, wie im wahren Leben. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Wir haben es gerade 4 Uhr. Wird schon wieder hell, ey. Little China. Andere Seite. 100 Meter, ganz geil. So, hier können wir. Moin. Oh, da stehen noch Leute, sehr gut. Wer wird angegriffen? Hier wird niemand angegriffen. Moin. Ich schleife mich mal vorbei, ne? Wenn es genehm ist, ich bin VIP. Das ist nicht okay. Doch, ist es. So. Geh zum VIP-Bereich. Finde Beweise für Liams Dingsbums. Besuch, Betrug, meine ich. Treuebruch. Geh zum VIP-Bereich. Wo ist der VIP-Bereich? Der ist doch garantiert oben, bist du blind? Oder? Boots. Okay. Zum VIP-Bereich. Tanzen. Ja, vielleicht machen wir später noch. Ah, der VIP-Bereich ist 100%ig oben. Ja, wie ich schon sagte. Oder es geht hier irgendwie durch. Verschlossen, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Dann ist oben garantiert der VIP-Bereich. Oder hier ist der VIP-Toilets. Okay, das wird nicht der VIP-Bereich sein. Gebiet ist sicher. Staff only. Das sieht mir auch nicht unbedingt. Das ist einfach nur die zweite Ebene, aber nicht der VIP-Bereich. Wirklich viel los ist ja auch nicht. Staff only. Wo ist denn hier der VIP-Bereich? Zusammen bei der Premiere gesehen. Und jetzt ist er mit der Neuen hier. Und fuck. Ich suche Liam. Liam Northam. Kennst du ihn? Könnte man so sagen. Was willst du von ihm? Ist er hier? War vor einer halben Stunde am Eingang. Weiß nicht, wo er jetzt ist. Okay. Danke. Eine halbe Stunde am Eingang. Was wäre denn hier irgendwo? Also man muss aber mal so ein bisschen gucken. Ach. Oh. Bist du das? Nee, ne? Einer dieser Tage. Ja. Verpiss dich. Hab genug von Maden wie dir. Na, okay. Keine Zeit. Ich schaff's einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Handeln, nicht reden. Ich glaube nicht, dass wir schon das Vergnügen hatten. Nee, hatten wir nicht. Mensch, wo finden wir den denn? Wir hoffen, dass wir nicht zu spät dran sind. Warum sind alle hinter mir her? Ah. Das ist ein nettes Lächeln. Ja. Jetzt, wo du es hast. Oh, warte mal. Du vielleicht? Nee. Ich kann halt nur tanzen. Yay! Geil! Ja, wo ist denn... Ich muss hier nochmal ein bisschen horchen gehen, glaube ich. Am Eingang. Könnte immer noch schlimmer sein. Na. Merkwürdig. Am Eingang. Achso, es könnte auch hier vorne sein in dem Bereich. Alles klar. Ach so, ich dachte, es wäre nur drin. Alles klar. Der kann ich nicht. Der sieht aber auch aus. Der guckt. Alter Schwede. Der könnte sein vielleicht, ne? Hallo. Hallo. Mhm. Aha. Quatsch auch keiner? Mach ich vielleicht? Nee, quatsch auch nicht. Liams. Treubo. Hirn vielleicht.
gucke. Nee, Moment. Wir sind außerhalb des Bereichs. Obwohl das eigentlich dann mit dazugehört. Ich dachte, wir können da hinlaufen, aber nein. Okay. Am Eingang. Ja, spuck noch hoffentlich. Hey, pass auf. Auch nicht. Merkwürdig. Da kommen wir auch nicht weiter. Also muss drin sein. Nix mit Eingang. Oder wir gehen nochmal nach oben und horchen noch ein bisschen rum. Da steht ein anderer da. Ja, dann Ohr. Hast du dich erschreckt, ja? So, wo ist er denn? Alter, wie leckt das denn hier drin, bitte? Ich gehe hier oben nochmal rumhorchen. Oder vielleicht mal ein bisschen rumscannen. Tyler. Connor King. Auch nicht. Wollen wir den Barkeeper fragen? Hey, Linda. Champagner in den VIP-Raum. Oh ja. Ich. Okay. Ich bring nur schnell Tisch 3 die Rechnung. Okay. Mir fällt die Musik hier. Ich suche Liam Northam. Ich suche Liam. Liam Northam. Ach, der. Scheiße. Kann den Lappen nicht ausstehen. Geizig mit Trinkgeld? Ja. Und ein Arschloch hoch 10. Sein Output ist noch schlimmer. Output, hm? Interessant. Wo ist er denn jetzt? Du weißt, das kann ich dir nicht sagen. Weißt du, was ich kann? Kannst du nicht, hm? Weißt du, was ich kann? Deinen Schädel wie eine Dose Nicola zerquetschen. Überleg dir gut, was du machen willst. Nutz dein Hirn, solange es in einem Stück ist. Im VIP-Raum mit seinem neuen Output. Hat Champagner bestellt, also ist es eine Party. Aber das hast du nicht von mir, klar? Nö, nö. Klar. So, jetzt nur eine Frage, wo ist der VIP-Raum? Den habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Es sei denn, ich bin massivst blind. Die Toiletten, das wird der willkommene VIP-Raum sein. Stuff only. Ja, wo ist denn der VIP-Raum? Wo ist bitte der VIP-Raum? Hier steht überall nur Stuff only. Zugriff gewährt. Das kann natürlich sein. Alter, warum lecken das hier so? Okay, hier geht's nach draußen. Na gut, vielleicht ist es der andere, der Stuff-Raum, vielleicht der VIP-Raum tatsächlich. Aber der ist... Fast Food. Dein Name steht auf meiner Liste, mein Freund. Zugriff gewährt, ja. Zugriff gewährt, aber die Tür geht trotzdem nicht auf. Ach, jetzt muss ich auch noch den Code hier. Die Tür gesperrt. Da stand gerade Zugriff gewährt. Wo ist denn der VIP-Raum? Wo ist der VIP-Raum? Wo ist der VIP-Raum unten? Normalerweise ist der VIP-Raum immer so in der Nähe von der Bühne oder so. Was hast du so? Vor allem Alk. Aber nicht nur. Naja. Huch. Wo ist denn der scheiß VIP-Raum? Da ist nichts. Hey, warte! Das ist auch kein Raum hinter ihm. Gut, dass es hier komplett leise ist. Uts. Okay. Auch nix. Das ist überhaupt keine Sau juckt. Sprich in den Sicherheitsraum, brich in den Sicherheitsraum des Riot ein. Geh zum VIP-Bereich. Filmbeweise für Liams, okay. Oh, das könnte es vielleicht sein da unten, oder?
Tür. Was könnte es in der Tat sein hier hinten? Okay. Kommen wir aber so nicht rein. Verschlossen. Ha. Wo ist bitte der? Ist was passiert? Wo ist der Scheiß, wir brauchen? Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Leg dich nicht mit mir an. Weißt du, wo der Verbraum ist? Scheiße. Ich weiß etwas über dich. Schubst mich nicht. Auf jeden Fall geht das da wohl noch irgendwo. Ach, jetzt kommen wir hier rein, oder was? Okay. Ist ja nicht der VIP-Raum. Aber es ist auf jeden Fall der Raum, wo wir gerade rein wollten. Ich verstehe nur gerade nicht, warum das hier gerade leckt, wie Schwein. Ah, hier höre ich was. Hier komme ich trotzdem nicht rein. Aber das könnte, das ist irgendwas Interessantes hier. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Raum hier. Wie kommt man da, wie kommt man da rein? Das könnte tatsächlich der VIP-Raum sein hier. Wie komme ich denn da rein? Komisch. Kommt mir gerade so ein bisschen überhaupt nicht klar. Was ist denn hier los? Irgendwo muss es doch hier einen Zugang geben. Am Öffnen 9 von 10. Da können wir höchstens vielleicht mal schauen. Aktion gesperrt. Können wir höchstens mal schauen. Wir können hier, hier nochmal setzen. 10, technische Fähigkeit, Reflexe, Intelligenz, Coolness. Coolness ist sowieso gleich 0. Da können wir nochmal einen Punkt investieren. Und wir haben nochmal 4 Punkte. Was machen wir denn hier? Verringert Ausdauer beim Blocken. Erhöht Nahkampfschaden um 10. Da haben wir schon Max. Fallschaden 5 erhöht die maximale Ausdauer. Den können wir mal machen. Das können wir noch mal machen. Schrotflinte. Erhöht den Schaden Oberkörper an Oberkörpern um 10. Maschinengewehren um verringert Nachladezeit. Schrotflinten. Ausweichen beim Laden. Schaden, schwere Angriffe, stumpfe Waffen. Schadenangriffsboni verringert. Der tönt mich nicht so an. Reflexe, Handfeuerwaffen, Gewehre. Ah, Bluten auslösen.
Oh, das ist auch nice. Erfolgreiche Angriffe mit Klingenwaffen stellen 25% Gesundheit wieder her. Das finde ich auch sehr nett. Okay. So, leicht. Jetzt machen wir hier mal auf. Na, das wird uns nicht bringen. Nee, mal sind wir wieder außerhalb. Ah. Finde Beweise für den Treuebruch. Ich gehe jetzt mal auf Klo, das war nämlich der einzige Raum, wo wir nicht gewesen sind. Ah. Was ist denn der Vibraum? Ich verstehe es nicht. Hey, hast du ein Problem? Hast du ein Problem? Wann gehst du denn endlich mal los und bringst den Champagner zum Wipp-Brauen? Da kann ich wenigstens mitkommen. Hey. Geh zum Wipp-Bereich. Finde Beweise für Liams Treuebruch. Wie soll ich denn Beweise für Liams Treuebruch finden? Soll ich jetzt hier jeden einmal abscannen und gucken, oder wie? Oh. Für Liams Treuebruch soll ich Beweise finden. Außerhalb. Ja, sind wir nämlich gerade außerhalb hier. Und hier geht's eh nicht, weil hier geht's nur einmal nach unten. Und der Wettbereich ist garantiert da oben. Wetten? Das sieht mich schon so nach Wettbereich da oben aus. Aber wie kommen wir denn da hoch? Außerdem ist da oben eine Kamera. Kamerasteuerung, ausschalten. Wie kommt der Papi denn da hoch? Da muss es ja irgendwie einen Gang geben, der nach oben führt. Hier geht's auch nirgendwo nach oben. Wie komme ich da hoch? Als wenn hier eine Treppe oder irgendwas fehlt. Wie kommt man denn da hoch? Oh, kommt man von hier aus irgendwo? Ist da eine Tür? Ups. Nee. Hier, kannst du mir mal einen VIP-Bereich zeigen, bitte? Jetzt suche ich die ganze Zeit nach einem VIP-Bereich. Lern mal laufen. Oh, das ist ein männlicher DJ. Wie komme ich denn da hoch? Da hinten ist auf jeden Fall. Da oben ist auf jeden Fall eine Tür, durch die man kommt. Und auf der Seite auch, aber die hinten ist offen. Also würde ich mal fast sagen, dass wir auf dieser Seite durchkommen müssen. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir hier irgendwo vor einer. Ich weiß nicht, wo wir wieder hochkommen sollen. Der VIP-Bereich ist quasi hier drüber. Verstehe ich nicht. Bin dafür zu doof, glaube ich. Ah, ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Ja, wir closed. Ja, scheiße, geil. Oh Mann. Ja, toll, geil. Jetzt haben wir die ganze Zeit hier rumgeeiert und es hat trotzdem nichts gebracht. Naja, scheiße, da müssen wir nochmal gucken,
dass wir gegen abends nochmal hinkommen. Schön. Ja, gut, dann werden wir mal in der nächsten Folge werden wir mal nach der Mutti gucken. Nach der Frau von dieser jetzt noch. Muss ich ja mal gleich mal gucken. Sekunde. Pepe-Frau gucken wir uns mal in der nächsten Folge an. Und dann vielleicht schaffen wir es mal gegen Abend, dann vielleicht mal Liam hier mal zu finden. Das ist recht mega nervig. We're closed. Ganz toll. Hab wieder zu lange gebraucht. Aber da war ja auch nichts zu finden und der Zugang zum VIP-Bereich war ja auch nicht wirklich ersichtlich. Also da muss ich so dermaßen blind gewesen sein. Naja, gut. Wie dem auch sei, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank für eure Geduld. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Cyberpunk 2077. Bis dann. Tschüss.